Sag mal, ist es so doof, durch die Tür zu gehen oder was? Hallo? In der Kirche. Denen ist alles scheißegal, Lukas. Das sind Schlechter. Was hast du erwartet? Ich weiß nicht. Die machen auch vor Kirchen nicht Halt. Nee. Kannst du vergessen. Die Frage, die ich mir stelle, ist... Wo sind sie alle hin? Kommt mir nicht so nah, hört ihr? Na, dafür werde ich schon sorgen. Keine Angst. Auch einer mit Helm. Denkt ihr immer noch, ihr kriegt mich? Nee, ist gar nicht mit Helm. Das heißt, den könnte ich auch einfach so eine verpulen. Moment. Sei vorsichtiger. Ich bin vorsichtig genug. Unverschämt! Wo ist meine Frau? Der Kräuterkundler. Was macht ihr mit meinen Pflanzen? Ja. Die brauche ich für Ärzte und Patienten. Ich wusste, dass du mir das Gatten gestellt hast. Ich rechne dich. Und jetzt Ruhe. Schnell mal rein hier und dann... Oh Gott. Vielleicht... Ich kannte diese Leute. Dann schau nicht hin. Ganz einfach. Das ist nicht das Werk der Ratten. Das war dir. Ihr habt sie ermordet. Ich will meine Frau sehen. Hör mal. Ich glaube, die Frau ist nicht mehr da. Und mein Schwert ist noch warm. Also... Wir müssen was unternehmen. Die Ratten haben sie umzingelt. Ich soll euch helfen? Ha! Ihr seid doch sowieso schon alle tot. Hör mal, Kräuterkundler, bleib stehen. Bald seid ihr alle krank. Und wenn ihr sterbt, werde ich lachen. Halt! Auf die Knie, jetzt! Er wird ihn umbringen. Was soll ich denn jetzt machen? Kniet ihr doch nieder, wenn ihr Hilfe wollt. Jetzt bist du zu weit gegangen. Oha. Könnt es ja versuchen, aber ihr kriegt mich nicht. Nein, Dreckskerl, verdammter Dreckskerl, der Nachtschatten. Was ist los? Noch nicht. Ich weiß, wie er aussieht. Es ist also nicht alles verloren. Wir müssen nur seine Werkstätte finden. Versuch dich zu beruhigen. So kannst du nicht weitermachen. Wie denn? Dank diesen Mistkerlen geht's Ygon nur noch schlechter. Wir haben hier Unruhe, stimmt nicht? Hier lang! Fahrzeuge, Amicia, bitte! Ich wusste doch, dass mit den Ratten was nicht stimmt. So, jetzt müssen wir aber irgendwie... Ich weiß nicht, ob seine Werkstätte da hinten ist. Nein, ist keine gute Idee. Nein! Fuck, ey. Ich sehe hier aber auch keinen Stock oder so, den ich verwenden kann. So, was mit ihm? Was war das für ein Geräusch? Hab ich? Ja, das nicht. Nee, da war wohl nix. Hat das nicht geklappt? Das waren diese Drecksäcke. Scheiße. Ich dachte, aus. Seine Fackel ist dann aus, aber ich bin nicht weit genug gekommen.
Werte aus. Ich glaube, das waren jetzt erstmal alle, ne? Also würde ich jetzt so behaupten. Jo, schlaf schön, Sophie. Oh Mann, ey. Hier ist viel los. Vom Dings aus. Will ich eigentlich nur mal gucken, ob ich hier nochmal was finde, aber nö. Irgendwo habe ich doch eben noch ein Dingens gesehen. Von Weitem. Da. Du zitterst ja. Alles gut. Schnell, 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 schnell. Ja, danke für die Rettung. Aber das bringt uns ja nicht weiter, ne, glaube ich. Nein. Schaffe ich nicht. Fuck. Nein. Verdammt. Wie komme ich denn jetzt an die Tür, wo die vorhin durchgeschissen gekommen sind? Das ist nämlich jetzt gerade so mein Problem. Dass ich hier keinen Stock gesehen habe. Ey, Vorsicht, Leute. Ich will mich nochmal eben umgucken. Also ich gehe davon aus, dass ich da hin muss. Ich weiß es aber nicht. Ich kann aber auch nicht mehr so viel Feuer machen, glaube ich. Ach, verdammt. Nein, Amicia! Das war blöd. Oder habe ich einen Weg übersehen? Ja, von hier sind wir gekommen. Da so. Was ist? Alles gut, habe ich gesagt. Gut. Ich mache einfach mal hier nochmal das Feuer an, dann haben wir ein mehr. Bringt uns aber auch nichts. Schade. Da geht's auch nicht lang. Das Feuer kann ich mir sparen. Was? Schon wieder? Oh. Dumm kann man sein. Kaktus Andy? Ja. Da sonst noch einen Stock holen? Nee, geht auch nicht. Also können wir eigentlich nur... Da ist jetzt nicht nochmal Feuer, ne? Nicht ernst meinen, dass ich da lang soll. Ah!
Oh, hier aber auch nicht. Einer von euch einen Weg gesehen? Ich sehe nicht den Weg. Ich kann ihn nicht sehen. Ah, da sind doch welche am Feuer. Dann muss ich auch da lang. Wie machen wir die denn weg? Von hinten? Von hinten gesagt. Ich guck mal eben. Ob ich da irgendwie rein kann ins Gebäude? Aber nicht von hier. Was ist? Alles gut, habe ich gesagt. Gut. Shit, 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 shit. Schnell zurück, schnell zurück. Wir haben gleich kein Feuer mehr. Amicia! Ich gehe nochmal zurück. Ich weiß nicht, ob mir das hilft. Aber ich glaube nicht. Ja, ich kann mir von hier einen Stock holen, ohne dass die mir hier auf den Sack gehen. Frage ist, muss ich die da hinten wirklich tot töten? Ich hole mir noch mal eben eine. Obwohl, jetzt haben die hier auch Bock, ne? Scheiße. Wo geht das weiter? Ich bin immer noch der Meinung, hier irgendwie. Nee, ich benutze die jetzt nicht. Ich mache jetzt hier auch mal an. Vielleicht hilft mir das irgendwie. Dann gehen wir mal in das Gebäude hier. Kann ich noch Feuer machen? Boah, er läuft. Mal sehen, was drin ist. Das hat uns jetzt nicht viel gebracht. Okay, jetzt haben wir hier wenigstens... Das war's schon? Krass. Aber ich glaube, das ist der Weg. Das ist der Weg. So, entweder sterbe ich jetzt oder wir kommen bis dahin, wo der Kollege rauskam. Was ich irgendwie nicht glaube. Doch, da, schnell, schnell, schnell. Mach an, mach an, mach an, mach an.
So. Ich würde sagen, wir haben den Weg gefunden. Ah, ist verriegelt. Ganz ruhig. Die Mauer ist uralt. Vielleicht kommen wir woanders rein. Ja, mal sehen. Euer Ernst jetzt? Ah, okay. Den Weg habe ich zufällig jetzt entdeckt. Hier durch. Ich dachte, ich gehe wieder zurück. Herrlich. Ah, wenn man doch schön verpeilt ist, ne? Gut, wir sind wohl erstmal sicher. Ja, dank mir. Sei froh, dass du nicht auf einem dieser Karren liegst. Pflanzen. Lukas, sag mir, dass er hier ist. Wir sind beim Kräuterkundler, aber sehen wir uns mal um. Wie sieht Nachtschatten denn aus? Such nach einer lila Blume in der Form eines Sterns. Lila Stern. Lila Stern. Nein, das ist er nicht. Aber nimm mit. Vielleicht brauchst du es noch. So, ist die Tür jetzt auf? Nee. Oh. Oh, keine Blumen hier. Mitnehmen. Himmel, konzentrier dich. Hey, wir sind jetzt hier. Alles gut. Nein, nein, falsche Form. Oh, hier ist nichts, Lukas. Ich weiß. Suchen wir im Haus. Ja, da muss er sein. Ah. Oh nein. Die Frau. Die Blumenhändlerin. Seine Frau. Sie haben sie getötet. Oh nein. Drecksäcke. Sie war so nett. Drecksäcke. Das runterholen? Nee. Aber ich kann auch nicht da hoch. Von der Seite vielleicht? Ja, von der Seite geht. Das kenne ich. Kamille. Oh, schöne Pflanze. Sehr nützlich. Kamille, ja. Kamille, Mutter Kamille, hat die uns Kamille. Immer gegeben, wenn wir Bauchweh hatten. Damals war das mit das Schlimmste, was uns passieren konnte. So, ab ins Haus. Oh, lauter Schrott! Das kann doch nicht sein! Das ist doch sinnlos! Warte! Und jetzt bin ich nicht mal bei ihm! Wie sollen wir überhaupt zurückkommen? Alter, entspann deine Eierstöcke! Sucht alles ab, Männer! Amicia, sieh mal! Soldaten! Das musst du dir selbst ansehen! Also nutzt sie sinnvoll! Ihr bleibt hier auf Patrouille! Meldet jede verdammte Ratte! Alle anderen kommen mit mir. Wir brauchen Nahrung, Medizin, alle möglichen Güter. Nein. Okay. Sie gehen rein. Was sollen wir tun? Hey. Was? Es geht dir nicht gut. Doch. Nein, geht's dir nicht. Du atmest nicht mal richtig. Mir ist schwindelig. Und mein Herz rast. Ich weiß. Hör zu. Die Soldaten des Grafen plündern hier alles. Wir müssen den Nachtschatten vor ihnen bekommen. Mhm. Ich mach das. Nein. In deinem Zustand kannst du das nicht. Ich werde gehen. Ich schleich rein. Ich schaffe es. Wenn dich jemand... Dann werde ich rennen. Wäre nicht das erste Mal. Mit mir. Ist sie jetzt auch noch infiziert oder so? Wie ihr Bruder? Schöne Bilder. Natürlich. Ich wusste es. Ich wusste es. Alles klar. Mach. Schnell.
Komm schon. Achtung, wir haben da drüben einen Plünderer entdeckt. Es sind vielleicht noch mehr. Sucht alles ab. Plünderer? Verstanden. Ausschwärmen, Männer. Seid vorsichtig. So dumm. Warum hast du ihn allein gelassen? Hör auf, so schwach zu sein. Hör auf, Angst zu haben. Los, rette ihn. Alles oder nichts. Rette ihn um jeden Lukas. Er lebt noch. Ihr Drecksäcke, na wartet. Okay, jetzt muss ich natürlich... Holla, den habe ich gar nicht gesehen. Ich habe ja wieder nur ein Messer, ne? Hol Lukas, hol den Nachtschatten, hau ab. Bring alle um, die dir im Weg stehen. Aber der hat auch einen Helm. Ja, natürlich. Kommt alle her. Let's come to our party. Alles deine Schuld. Jetzt kümmere dich drum. Nichts. Wieder weiter. Ich versuche irgendwie gerade dahin zu kommen, ohne irgendjemanden zu töten, aber das wird schwierig, glaube ich. Hier ist alles sauber. Ja. Ich würde da gerne rein, weil da... Oh. Jetzt weiß ich, wo ihr seid. Oder auch nicht. Sollte wohl woanders suchen. Jo. Sieht manchmal so schön dämlich, ne? Ihr könnt nicht weit sein! Kommt schon raus! Alles einsacken und weg. So, und hier können wir gleich ungesehen hoch. Nicht unbedingt, wenn er gerade seine Glotze auf hat. Ach, die sind bestimmt woanders hin. Ja, wahrscheinlich. Sind hier viele. Halt durch, Lukas. Ich bin hier. Ich lass sie bluten. Was wollen die Plünderer denn hier? Kommen die alle wieder hoch, oder was? Medizin. So wie wir? Mistkerle. Ich mache euch kalt. Zurück. Komisch. Ja, ne? Mal hier links. Hier sieht das erstmal ganz geil aus. Siehst du was? Noch nicht. Behalt die Büsche im Auge. Die können vielleicht nicht verstecken sein. Sie sich da drin. Bitte sag mir, dass ich hier durch kann. Nein, kann ich nicht. Scheiße. Was habe ich denn hier oben gemacht? Ich dachte, hier geht's weiter. Das
sinnlos. Hier ist niemand. Jetzt sehe ich schon wieder den eindeutigen Weg nicht, oder was? Das hier irgendwo weiter und ich habe es nicht gesehen. Es kam von hier. Ich bin so dumm. Bitte lebt noch, bitte.